Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir, also ich und meine Frau oder meine Frau und ich, wie der Kavalier sagt, wir fahren jetzt im Prinzip seit 3 Jahren Elektroauto. 3 Jahre deswegen, weil 2 Jahre Zoe und 1 Jahr Tesla. Macht zusammen 3. Mein Fazit, wie wir jetzt mit den Autos zufrieden sind, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran. Wie schnell auch die Zeit vergeht, man kann es echt kaum fassen, dass wir jetzt schon 2 Jahre die Zoe haben und ich meinen Tesla jetzt 1 Jahr habe. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich dieses Model S75 im September 2018 gebraucht gekauft habe. Damals war es noch ein Modell S70. Ich habe dann ungefähr, weiß nicht, 2 Wochen nach dem Kauf über ein Software-Update den unter dem Auto verbauten 75 Kilowattstunden Akku auf 75 Kilowattstunden freischalten lassen. Der war halt softwaremäßig begrenzt auf 70 Kilowattstunden. Dann hatte er 75 Kilowattstunden. Das Ganze hat mich 500 Euro gekostet. Aber gut, dafür habe ich ungefähr 25 Kilometer mehr typische Reichweite bekommen und das war mir dann schon wichtig. Wenn es halt ging, wollte ich es unbedingt nutzen. Und so habe ich es gemacht und habe den Schritt eigentlich auch bis heute nicht bereut. Somit habe ich also ein S75 und bin mit dem Wagen insgesamt, ich kann mal eben nachschauen, Tripmeter in den letzten 13 Monaten 30.600 Kilometer gefahren. Das ist echt eine verdammte Menge, wenn ich bedenke, vorher mit meinem Auto, ich hatte ja ein Mercedes E-Cabrio und das viele Jahre lang, genau gesagt 18 Jahre Mercedes-Fahrer. Mit den Wagen, die ich so gefahren habe, bin ich im Jahr ungefähr 15.000 Kilometer unterwegs gewesen und jetzt hier mit dem Tesla das Doppelte. Das liegt natürlich daran, dass wir nur noch elektrisch unterwegs sind, weil wir ja die Zoe haben und vorher hatten wir nämlich als Familienauto eine Mercedes B-Klasse. Und diese B-Klasse ist ja auch draufgegangen für die Zoe. Und die Zoe ist für Langstrecken mit dem kleinen Akku nicht wirklich gut geeignet. Also von daher haben wir eben den Tesla genommen. Der ist jetzt für alle unsere Fahrten zuständig. Das heißt, wir fahren mit dem Tesla in Urlaub. Ich fahre mit dem Tesla zu Seminaren, zu irgendwelchen Veranstaltungen, wohin auch immer. In Deutschland, in Süddeutschland, in Österreich, ganz egal wohin. Und da kommen halt Kilometer zusammen, die ich mit dem Cabrio vorher natürlich nicht gemacht habe. Bei dem Tesla war mir vor allem sehr wichtig, dass dort eben alles reinpasst, was wir in der Familie so mitnehmen im Urlaub. Da ist natürlich neben der Familie auch der Hund. Und da ist unser ganzes Gepäck. Und der Stauraum hier in dem Tesla, das ist einer der Gründe, weswegen ich mich dann auch für so ein Model S entschieden habe und nicht für ein anderes Elektroauto. Aber es gibt noch mehr Gründe. Der Stauraum hier in so einem Model S, der ist wirklich ziemlich gut und ziemlich groß und das Model S an sich ist sehr geräumig. Also es ist von innen riesig, von außen noch riesiger und man sitzt hier wirklich sehr bequem. Der Kofferraum hinten, das ist ja fast schon wie so ein Hatchback-Limousine, also sowas wie ein Kombi, eine Kombi-Limousine. Da passt der Hund super rein. Unter dem Hund, also unter dem Kofferraumboden, ist noch ein Riesenfach. Das wurde von den Entwicklern vom Model S damals für die 2 Kindersitze entwickelt. Nämlich Elon Musk hat gesagt, ich will eine Limousine, wo 7 Leute mitfahren können. 2 Erwachsene, 5 Kinder. Und da haben die Ingenieure hinten quasi im Kofferraum eine Möglichkeit gebaut, um rückwärtig 2 Kindersitze einzubauen. Und die Füße versinken dann sozusagen in so einem Graben. Und der Graben ist normalerweise mit einer Abdeckung abgedeckt, sodass man eben eine Kofferraumfläche hat. Aber eben, wenn man die Abdeckung abnimmt, kann man da locker eine Reisetasche, kleine Taschen, Kabellage, sonst was verstauen. Also es ist ein sehr, sehr großes Volumen. Nutze ich immer, um unter dem Hund sozusagen Gepäck unterzubringen. Und dann als zweites natürlich der Frunk. Da passt auch jede Menge rein. Auch mindestens eine Reisetasche. Diverse andere Sachen. Meistens lagern wir dort irgendwie Hundefutter für den Urlaub oder für die Reise. Lebensmittel, Kabel, was auch immer. Und last but not least, dieses Modell habe ich mir so ausgesucht, dass es ein Schiebedach hat. Es gibt es ja auch ohne Schiebedach. Schiebedach ist so ein bisschen kritisch bei denen, die sich auskennen. A, hat es immer wieder Probleme bei eigentlich fast jedem Model S, dass es beim Auf- und Zufahren so eine Vibration verursacht. Hat meiner auch ein bisschen
man kann es schmieren, so oft man will. Das kriegen die irgendwie nicht so richtig weg. Muss konstruktionsbedingt sein. Ist jetzt aber, also ganz ehrlich, ist mir völlig Schnuppe. Es fährt wunderbar glatt auf und zu. Es vibriert vielleicht ein bisschen, aber ich meine, ich fahre jetzt nicht 20 Mal am Tag das Schiebedach auf und zu. Von daher ist mir das echt wirklich wurscht. Solange es nicht irgendwie mittendrin stehen bleibt und nicht mehr zufährt. In Klammern hatte ich nämlich bei einem meiner Mercedes, was kein Cabrio war, irgendwie 2004er Baujahr CLK, habe ich Schiebedach aufgefahren und dann fing es an zu regnen. Ich drücke auf den Knopf, was passierte? Schiebedach blieb stehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Schiebedach. Und zwar Schiebedach deswegen, auch noch Nachteil wegen der Windgeräusche, habe ich aber bei mir moderat, muss ich sagen. Also ich kenne ja jetzt kein anderes Model S ohne Schiebedach. Ich finde jetzt hier die Windgeräusche jetzt nicht auffällig. Also mir fällt es zumindest nicht negativ auf. So, ja, warum Schiebedach? Weil das Glasdach, was ja ist mit Schiebedach, das einzige Dach auf dem Model S ist, wo es Aufhängepunkte für eine Dachbox gibt. Und mit Gepäck, Familie, Hund, trotz Frank und hinten noch dieser Graben, braucht man einfach noch eine Dachbox, sonst schaffen wir es mit dem Gepäck nicht. Das war bei der B-Klasse auch schon so, die auch sehr geräumig ist. Aber das reichte halt nicht aus, um das ganze Gepäck unterzubringen. Deswegen Schiebedach, deswegen auch Dachbox obendrauf, klappt wunderbar. Habe ich mir die Whisper-Dachträger gekauft. Und die Dachbox, die ich schon hatte, die passt da drauf und die hat, ich weiß nicht, 75 Kilo Zuladung, 400 Liter oder was weiß ich für ein Volumen. Auf jeden Fall ist das völlig ausreichend. Damit kommen wir überall hin. Alles Gepäck passt sehr großzügig in das Auto. Reisekomfort 1A. Ja, warum Model S zum Zweiten? Ich muss zugeben, am Anfang war ich, was Tesla angeht und Model S angeht, nicht sonderlicher Fan. Ich dachte, das Auto wäre einfach viel zu groß. Ich würde damit nicht gut klarkommen. Auch in der Stadt wird man damit nicht gut klarkommen. Auch amerikanisches Auto habe ich noch nie gefahren. Bin auch kein Fan von amerikanischen Autos. Wollte mir eigentlich ein anderes Elektroauto kaufen. Suchte natürlich nach einem, wo platzmäßig alles reinpasst und wo man reisetechnisch alle Strecken mit abdecken kann, auch was Reisegeschwindigkeit angeht, was Ladekomfort angeht, Lademöglichkeiten angeht und habe mir, bevor ich den Tesla gekauft habe, halt das, was damals 2018 so auf dem Markt war, angeschaut und bin leider überhaupt nicht fündig geworden, so dass am Ende zwangsläufig für mich der Weg hier auf dem Model S fiel. Model X war mir dann doch wirklich zu groß, auch zu teuer, wollte ich nicht, von daher Model S. Der Gebrauchtmarkt war damals und ist heute reichhaltig bestückt. Es gibt viele, viele zig Autos in Deutschland, die angeboten werden gebraucht. Und der Wagen war damals 2 Jahre alt, war Baujahr 2016. Ich habe ihn, wie gesagt, gebraucht gekauft und habe das bis heute überhaupt nicht bereut. Der Wagen war in einem super Zustand. Er hatte zwar abgefahrene Reifen, sowie Sommer, also sowohl Sommer- als auch Winterreifen. Die musste ich halt erneuern. Die Felgen waren ein bisschen angemackt, die habe ich also aufbereiten lassen, sodass der Wagen wieder aussah wie neu, mehr oder weniger. Und ich pflege den Wagen natürlich möglichst gut. Natürlich wird er benutzt, es ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Es kommt auch mal ein Kratzer rein, kann man gar nicht vermeiden. Da fliegt mal ein Stein gegen die Fronthaube oder sonst was, ein Steinchen. Das ist nicht vermeidbar, aber ansonsten pflege ich den Wagen sehr gut und ich bin damit sehr zufrieden, auch wie der Zustand des Wagens nach einem Jahr sich entwickelt hat. Also es klappert eigentlich nichts, es rappelt nichts und es ist eigentlich so, wie man das von so einem Auto erwarten würde. Kleiner Kritikpunkt ist vielleicht, dass jetzt im Laufe dieser 12 Monate ich jetzt schon mehrere Servicetermine hatte, hauptsächlich auch beim Tesla Ranger. Habt ihr in meinem letzten Video gesehen, da ging der Türgriff kaputt, da war ein Mikroschalter, Kabelbruch drin. Dann hatte ich diverse Kleinigkeiten mit dem Außenspiegeln, die beim Zusammenfahren gegen die Zierleisten stießen. Die Klimaanlage brummt noch, jetzt ist Winter, jetzt nutze ich sie nicht, aber nächstes Jahr im Sommer wird sie wahrscheinlich wieder brummen. Dann habe ich aber immer noch ein bisschen Garantie und werde dann wahrscheinlich endgültig das ganze Ding mal austauschen lassen oder mich irgendwie mit Tesla so weit auseinandersetzen, dass das endgültig wegkommt. Jetzt stört es mich nicht. Dann habe ich noch das Stoßdämpferklappern, wobei das bei mir hauptsächlich auf der Beifahrerseite ist. Und ich habe mich da mittlerweile tatsächlich in 12 Monaten so dran gewöhnt. Das ist ja auch nur bei ganz langsamen Geschwindigkeiten und auch nur dann, wenn die Straße sehr holprig ist. Ich höre das fast gar nicht mehr. Ich will das aber trotzdem noch weg haben.
werde das auch irgendwie nächstes Jahr vor Ende der Garantie dann noch machen lassen. Das ist ja das Schöne bei Tesla, dass man 4 Jahre unbegrenzte Garantie auf alles hat und Batterie und Motor haben sogar 8 Jahre Garantie, dass ich selbst dann, also ab Sommer nächsten Jahres, da noch auf der komplett sicheren Seite bin. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. So, dass mein Plan, diesen Wagen zu fahren, nicht mit Ablauf dieses Jahres endet, sondern also eigentlich spricht für mich nichts dagegen, diesen Wagen so lange zu fahren, bis ich irgendwie einen besseren finde. Und einen besseren, ja, besseres Elektroauto fällt mir eigentlich nicht ein, außer eben ein neuer Tesla. Gibt jetzt ja neue Generationen, die haben einen besseren Akku, die haben schnellere CPU hier im Bordcomputer. Das heißt, da kann ich auch Netflix-Video drauf schauen. Kann ich jetzt hier nicht, meine CPU ist zu langsam. Dennoch reicht sie für mich völlig aus. Ich habe einen Autopilot Hardware 1. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, kann ich halt auch nicht aufrüsten. Ist auch ein bisschen schade, aber ehrlich gesagt, mir reicht es völlig aus. Es kann sein, dass in 1 oder 2 Jahren die Begehrlichkeit bei mir so groß wird, dass ich sage, Mensch, ich will das aber eigentlich auch haben, was die anderen mittlerweile alle haben, also würde ich den Wagen verkaufen. Das kann ich nicht ausschließen, aber so vom Grundsatz her wüsste ich jetzt nicht, warum ich einen anderen Wagen fahren sollte. Habe ich gar keine Bedenken. Ich glaube auch nicht, dass ich große technische Probleme haben werde, weil ich jetzt keine Akkudegradation feststelle. Jetzt in den 12 Monaten, die typische Reichweite liegt bei mir bei 355 Kilometer. Das war sie nach dem Upgrade auf 75 Kilowattstunden, Software-Upgrade. Und das ist sie nach 12 Monaten immer noch, also kein Kilometer weniger. Und die tatsächliche Reichweite ist natürlich stark abhängig von der Fahrweise und von den Witterungsbedingungen. Ihr habt das Video von mir vielleicht gesehen. Ich verlinke das hier, von meinem Reichweitentest mit sehr, sehr sparsamer Fahrweise über 440 Kilometer gekommen. Und ich habe da überhaupt nichts daran auszusetzen. Kostenmäßig kann ich auch nur sagen, Betriebskosten von so einem Elektroauto, der Tesla, spart mir mehrere tausend Euro im Jahr an Betriebskosten im Vergleich zu meinem Verbrenner. Genauso die Zoe. Ich rede jetzt nicht von Wertverlust. Natürlich hat das Auto einen höheren Wertverlust, als mein Cabrio es hatte. Das Auto an sich hat aber auch ja einen höheren Grundpreis. Und zwar deutlich höheren Grundpreis als das Cabrio. Aber tatsächlich ist es ja so, dadurch, dass ich das Auto gebraucht gekauft hatte, da war es ja schon 2 Jahre alt, hatte es den größten Wertverlust eigentlich schon hinter sich. Das heißt, jetzt in dem einen Jahr ist natürlich auch ein signifikanter Wertverlust eingetreten, aber der ist nicht so hoch, als hätte ich einen Neuwagen gekauft. Und für mich, weil ich den Wagen ja eh noch ein paar Jahre fahren will, ist es erstmal völlig irrelevant. Wie das ist, wenn ich den Wagen in vielleicht 12, 24 Monaten irgendwann mal verkaufen will, muss man abwarten. Und das Tolle ist ja, mit dem Tesla hier habe ich in den letzten 12 Monaten so viel Funktionen dazu bekommen und Verbesserungen bekommen, für die ich nichts bezahlt habe. Also wo ich bedenke, im September 2018, da hatte der Wagen Softwareversion 8. irgendwas. Da sah das Display hier komplett anders aus. Es gab viel weniger Möglichkeiten. Man konnte es nur oben und unten mit irgendwelchen Screens belegen. Es gab natürlich ein paar Grundfunktionalitäten, die ich heute noch habe, aber die waren längst nicht so gut. Zum Beispiel der Autopilot, der hatte am Anfang echt noch ein paar Schwächen. Und jetzt bin ich mittlerweile bei Version 10 angekommen, das heißt die Software Version 9, die hat mich von Januar diesen Jahres bis jetzt Anfang Oktober begleitet und dann wurde jetzt auf Version 10 abgedatet. Und was habe ich alles dazu bekommen? Ich habe den Dog Mode dazu bekommen, das heißt Hund im Auto lassen, das Auto klimatisiert sich automatisch mit der Anzeige hier im Display. Ich habe viele Verbesserungen beim Autopilot hinzubekommen. Ich habe ja nur die Hardware 1, aber das Verhalten von diesem Autopilot wurde im Prinzip von Update zu Update immer besser, immer zuverlässiger. Und das war jetzt auch bei Version 10 zu merken, funktioniert einfach viel besser. Vor allem auch Spurwechselassistent, sage ich mal, der funktionierte anfangs überhaupt nicht. Mittlerweile ist das richtig gut geworden. Dann der Joe-Mode, das heißt, ich kann jetzt hier die Warngeräusche, die der Wagen so von sich gibt, sei es, wenn ich zu dicht auffahre oder beim Spurwechsel oder Autopilot an, aus, das sind ja so Warntöne, die sind jetzt gedämpfter, leiser, kann man einschalten, kann man ausschalten. Das ist sehr, sehr angenehm, habe ich eigentlich permanent an. Das wurde ja mal eingeführt, weil Joes Kinder geschlafen haben und er sich durch diese Warngeräusche gestört fühlte, beziehungsweise die Kinder. Und das hat Tesla aufgegriffen und dann diesen Joe-Mode eingebaut.
Das ist neu dazu gekommen. Dann die ganze Aufteilung hier im Display. Ich kann jetzt bis zu 3 verschiedene Screens auf das eine Display legen. Also Navi immer eingeblendet. Dann irgendeine Verbrauchsanzeige. Und dazu als drittes dann noch die Medien. Gab es vorher auch alles irgendwie nicht. Und natürlich nicht zu vergessen die ganzen Spiele, die dazugekommen sind. Es ist jetzt ja noch ein Schachspiel für mich dazugekommen. Mein Sohn spielt sehr gerne Schach. Also wir haben am Supercharger jetzt immer kurzweilige Unterhaltung und machen meistens ein Schachspiel. Oder das Navigationssystem hat sich verbessert, die Kartenerstellung hat sich verbessert, die ganze Navigation, welche Möglichkeiten es gibt, sind hinzugekommen. Und nicht zu vergessen die wichtigste Funktion, das Furzkissen. Außerdem kann ich jetzt mein Fahrerprofil besser speichern. Das heißt, nicht nur meine Sitzeinstellungen werden gespeichert, Entschuldigung, sondern alle Funktionen, die ich überhaupt in diesem Auto einstelle, die werden mit meinem Fahrerprofil gespeichert. Dann kann ich mittlerweile das Software-Update über die App starten. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt im Auto sitzen, um das Software-Update zu starten. Ich kann von der App aus viel besser zum Beispiel Musik auf die Anlage hier streamen. Ich habe Spotify seit Version 10. Nein, nicht mehr Spotify, bei mir heißt es jetzt Spotify. Komischerweise gab es jetzt schon 2 Updates von der Version 10 und es heißt immer noch Spotify. Hat es Ihnen keiner gesagt? Oder hat Spotify sich umbenannt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war schon mal ein sehr großer Lacher, als wir das entdeckt haben. Unsere Zoe, Baujahr Dezember 2015, glaube ich, und gekauft haben wir sie im September 2017. Die hatte damals schon einen Kilometerstand von 65.000. Jetzt hat sie 80.700. Genauer gesagt. Also wir fahren die im Prinzip jetzt im Schnitt 7500 Kilometer pro Jahr. Und das ist auch genau die Entfernung, die wir zurücklegen dürfen mit dem Auto, denn wir haben nur den ganz, ganz kleinen Mietvertrag, der besagt, wir können ungefähr 700 Kilometer im Monat fahren, also 7500 Kilometer im Jahr. Dafür zahlen wir 59 Euro im Monat an Miete an Renault. Und für uns ist das auch wirklich völlig ausreichend. Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, hatten wir noch keine Erfahrungswerte, wie viel fahren wir denn überhaupt mit einem Stadtauto. Und das ist tatsächlich unser Stadtauto inzwischen. Das heißt, wir hatten vorher 2 Autos und jetzt haben wir auch 2 Autos. Vorher waren 2 Verbrenner, jetzt sind es 2 Elektroautos. Im Gegensatz zu vorher war der Zweitwagen, damals war das nämlich die Mercedes B-Klasse, was damals unser Familienreiseauto war, allein schon aufgrund der Größe, des Ladevolumens, Dachbox obendrauf, Hund hinten rein und so weiter. Da war die B-Klasse das Reiseauto. Jetzt ist ja das Model S das Reiseauto, sodass wir im Prinzip jetzt als Zweitwagen für meine Frau überhaupt nur noch einen kleinen Stadtwagen brauchen. Und das ist für diese Zoe mit dem kleinen Akku 22 Kilowattstunden das ideale Umfeld. Das heißt, meine Frau fährt mit dem Wagen zur Arbeit, zum Einkaufen, Sohn zum Sport, mal zum Arzt, mal mit Freundinnen irgendwo hin, essen, shoppen, keine Ahnung. Was man so als Frau im täglichen Alltag so erledigt. Und das reicht völlig aus. Also mehr Auto braucht man eigentlich nicht. Und unter uns gesagt, die Zoe ist schon eine kleine Klapperkiste. Aber tatsächlich, wir sind völlig zufrieden damit. Und meine Frau fährt den Wagen total gerne. Und es sagt ja schon alles, wenn sie vorher die B-Klasse gefahren hat. Und jetzt eigentlich mit der Zoe viel zufriedener ist als vorher. Ey, das sagt doch alles. Probleme hatten wir mit dem Auto in den 2 Jahren keine großartigen. Wir hatten zweieinhalb Mal ein paar Reparaturen. Und zwar waren es Koppelstangen wurden vorne ausgetauscht und Querlenker wurde vorne ausgetauscht. Gibt es auch ein Video drüber. Ansonsten gab es einmal einen kleinen Unfall. Wir standen an der Ampel und uns ist von der Seite hinten jemand reingefahren. Also jetzt nicht mit hoher Geschwindigkeit, sondern irgendwie nur mit Schrittgeschwindigkeit. Das hat aber gereicht, dass irgendwie Stoßstange hinten, Seitenteil hinten und Felge ausgetauscht werden musste. Reparaturkosten, ich glaube 3000 Euro tatsächlich, also ganz schön happig. Aber wenn eben Teile neu müssen, was bleibt einem da übrig? Es ist aber sonst nichts passiert am Auto, alles gut.
Und seitdem fahren wir die Zoe mit wachsender Begeisterung. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt denkt, 80.000 Kilometer, kleiner Akku, ständiges Laden, wobei ständiges Laden natürlich falsch ist. Wir laden den Wagen so ein- bis zweimal die Woche. Also einmal die Woche vielleicht mal nachladen und einmal die Woche dann eben vollladen, immer auf 100%. Der kann ja nur AC, also Wechselstrom, 22 Kilowattstunden Ladegeschwindigkeit. Das ist natürlich top. Das heißt, innerhalb von knapper Stunde ist er auf 100%. Und das passiert natürlich mindestens ein-, zweimal die Woche. Und ja, dann denkt man, dann müsste der Akku doch langsam kaputt sein. Ist er aber überhaupt nicht. Also im Gegenteil, wo wir den Wagen gekauft haben, da war die Reichweite bei 100%, die Reichweitenanzeige, muss man dazu sagen, bei 100%, die lag ungefähr bei 150 Kilometer maximal, also bei hohen Temperaturen, über 20 Grad. Und im zweiten Jahr lag sie dann schon bei 160 Kilometer. Und dieses Jahr ist es wirklich so, dass wir, wenn wir vollladen, liegen wir regelmäßig über 180 Kilometer Reichweite. Das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, also es gehen da vielleicht noch so 10, 15 Kilometer runter in der Realität. Aber ja, leck mich am Arsch, das Ding fährt wirklich in der Stadt locker die 160 Kilometer im Sommer. Das haben wir im ersten Jahr eigentlich gar nicht geschafft. Ich weiß nicht warum, also ich denke mal, die Anzeige passt sich natürlich über die Monate dem persönlichen Fahrstil an, also die ganze Berechnung der Reichweitenkalkulation. Und dadurch, dass wir in der Stadt ausschließlich fahren, ist die Fahrweise durchaus sparsam. Also wir liegen hier roundabout im Sommer bei 13,8 Kilowattstunden Verbrauch und im Winter liegen wir hier bei so roundabout 18 Kilowattstunden Verbrauch. Das ist für so ein kleines Auto ganz okay. Auf der Autobahn, wie gesagt, habe ich auch ein Video gedreht hier oben. Verlinke ich euch das mal. Da ist natürlich der Verbrauch höher und die Reichweite viel geringer, aber das braucht man ja eigentlich nicht. Wir zumindest nicht. Nicht mit diesem Auto. Ja, Fazit zu Zoe. Wir haben den Kauf nie bereut. Das Ding läuft und läuft und läuft. Wir werden den Wagen einfach auch weiter behalten. Warum auch verkaufen? Wir sind zufrieden. Kosten für dieses Auto extrem gering. Versicherung ist sehr günstig. Wir zahlen irgendwie, weiß ich nicht, keine 500 Euro im Jahr. Dann Stromverbrauch, wie gesagt, Stromtankkarte sei Dank, Flatrate, laden wir hauptsächlich in der Stadt, entweder an kostenlosen Ladesäulen oder an SWB-Ladesäulen mit der Stromtankkarte. Das heißt, Zusatzkosten außer die Flatrate von 12,50 Euro im Monat haben wir so gut wie keine. Ab und zu mal zu Hause laden, ganz, ganz wenige Kilowattstunden, da kommt fast nichts zusammen übers Jahr. Also vielleicht mal 10, 20, 50 Euro übers Jahr gesehen, aber das ist vernachlässigbar. Also wir sparen hier mit dem Auto, was Verbrauchskosten angeht, viele tausend Euro im Vergleich zur B-Klasse. Service jetzt einmal, Inspektion, habe ich auch ein Video gedreht, wie gesagt, das war gar nicht mal so billig. Also die B-Klassen-Inspektion stand dem in nichts nach. Jetzt war hier allerdings der Querlenker kaputt, das kam halt dazu an Kosten. Ansonsten Wartungsaufwand tendiert gen Null in den letzten zwei Jahren. Also Zoe, absolutes Daumen hoch. Stadtauto nur zu empfehlen. Ich bin begeistert, fahre den Wagen total gerne. Meine Frau fährt den Wagen auch total gerne. Ja, mehr braucht man nicht. So viel also zu drei Jahren elektrisch unterwegs hier bei uns in der Familie. Fazit, hundertprozentig empfehlenswert. Wir sind total zufrieden. Wir sind überzeugt von der Elektromobilität. Es macht uns einfach riesig Spaß, Elektroautos zu fahren und wir werden nie wieder einen Verbrenner kaufen. Warum auch? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.